Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge Create Your Center, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, letzte Folge haben wir uns dem hier gewippt mit. Fällt mir gerade ein. Du bist das fertig? Habe ich nicht fertig. Ha! Ja, aber wie gesagt, dem haben wir uns gewippt mit. Und was ist das hier, die Mitte? Bin ich leicht überfragt. Ich habe das nämlich so schönerweise schon weggerissen, aber das hier ist die Mitte. Ja, und jetzt wollte ich das eigentlich mal rüber kopieren. Und dann auch dementsprechend das Ganze auf die andere Seite bringen. Nee, okay. Das komme ich nicht hoch. So. Jetzt hier fehlt auch noch einer. Wir müssen jetzt aber noch schnell fertigstellen. Geht ja mal gar nicht. Ich würde sagen, ich mache hier auch nochmal den hellen durch. Um das nochmal so ein bisschen abzugrenzen hier. Okay. Ja. Wie gesagt, das müssen wir jetzt auf die Entschuldigung, auf die andere Seite noch bringen. Und dann werden wir hier erstmal den Innenausbau ein bisschen anstreben. So die Wände schon mal designen, grob den Weg setzen. Da habe ich ja schon auch mal so ein bisschen angefangen hier, so den Hauptweg. Der führt dann hier rein, einmal links, einmal rechts. Und dann müssen wir halt da die Dinge anbinden. Und dann müssen wir generell schauen, was wir hier so... Also, reinsetzen weiß ich schon grob, das werde ich auch noch nicht machen. Mal erst, wenn der Rest des Gebäudes steht, damit dazu irgendwie auch Sinn ergibt. Ja gut, aber wie gesagt, bleibt mal dran. Okay, steht. Die Blueprint zumindest. Die Steine schon wieder alle? Nee. Ich wollte sagen. Sollen wir erstmal dicht machen. Weil wir arbeiten können. Jetzt müssen wir mal grob hier auch abschätzen, wo wir es hinsetzen. Weiter hier rüber wahrscheinlich. Ja, es passt halt jetzt nicht 100 pro. Okay, also noch ein bisschen weiter rüber. Gucken. Ja, das da oben stimmt halt leider nicht überein dann. Mal so gesehen sollte es richtig sein. Ja, ich glaube schon. Wir setzen einfach mal an. Alles klappt eh nicht. Also, sofern wir das meiste schon mal hinkriegen, ist auch gut. Also, das. Entschuldigung. Nein, ich habe kein Corona. Jetzt nicht, dass ich wüsste. So. Lip, was that?
Okay. Ja, müssen wir dann eh leider noch mal ummodeln ein bisschen. Aber solange wir das Größte immerhin hinbekommen, ist schon mal gut. Ist ja nur die Seiten dann nochmal durchtauschen. Schiebt sich da auch noch was. Mal kurz gucken. Na, Scheibendreck. Wir müssen weiter rüber, ne? Ah, Dreck. Okay, also können wir das oben schon knicken quasi. Gut, dann machen wir wenigstens noch das Holz fertig. Es war ein Versuch wert. Jetzt noch ein bisschen Sand abstauben. Ah, so ist das manchmal. Quatsch, kann ich mal ein bisschen weiter nach darüber dann. Okay, so, dann muss jetzt die Blueprint leider schon weichen. Hier ist halt completely futsch. Lop, kurz überlegen. Der dahin. Dann haben wir hier den mal einen Stein gesetzt. Du hier. Machen wir damit mal an. Sollte ihn auch noch so Nummern geben können. So sieht das, glaube ich, vernünftig aus. Das heißt, das hier muss auch alles einmal rüber. Das war doch nur ein Abstand, ne? Ja. Raus. Der muss weg, der muss weg. So. So. Geht ja eigentlich von der Geschwindigkeit her, glaube ich, ist das in Ordnung. So, und hier wieder runter. Ja, auch so ein harter Cut drin. Jupp, war's.
ich da nochmal überlege, ob ich nicht nochmal ein bisschen mit Braun hier rangehe. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Das müssen wir drüben dann halt dementsprechend auch nochmal anpassen. Machen wir mal die Instant. Naja, vergessen was. Dann stehen wir blöd da. So. Deswegen habe ich hier auch schon mal die ersten Steine gesetzt gehabt. Dann gehen wir schön hochklettern. Faul bin, dass ich da nochmal lang quatschen muss, um hier die Steine anzubinden. Okidoki. Okay. Weiter im Text. Jetzt brauche ich dich. Dich. Und dich habe ich hier. Zack, zack. Oh. Euch auch interessant gewesen, dass das so geht. Habe ich dann vergessen. Ich soll gleich noch von außen nachziehen. Zack, zack. Jetzt hier noch die Stange. Sie entsprechenden rausnehmen. So direkt Gedoki, das war's ja schon. Gut, hier ist jetzt zwar schon wieder dunkel, aber machst du nix. Deshalb, ich habe keinen Sand mehr. Okay, deswegen hat er den letzten wahrscheinlich weggenommen. Okay, haben wir die Seite auch. Ja, jetzt wollen wir doch mal ein bisschen hier mit dem Innenausbau checken, wie wir das machen. Also ich habe hier die Mittel links, die sollen aber dann später runterführen. Ich frage, wie wir das denn machen. Das heißt, ich werde hier erstmal nochmal die Treppe schnappen. Ruhig links und rechts noch mal einen ran. So. Frage ist, was wir hier halt machen. Es gefällt mir so nicht. So, wir müssen ja die ganze Wand quasi versticken. Hier kann ich definitiv sagen, dass ich bis rüber gehe. Das gleiche hier auch.
müssen wir irgendwie noch schaffen, dass wir da hinkommen. Aber die Frage ist generell, wie wir den Innenausbau gehalten werden wollen. Dass sich da vielleicht ein bisschen anbietet. Wie heißen die denn? Eventuell. Nicht der Asphalt, sondern der andere. Industrieflur. Checken einfach mal aus. Gelandet, da ist er gelandet. Aber mal so zum Abchecken, wie wir das Ganze gestalten können. Was haben wir denn jetzt hier? Also 1, 2, 3. 1, 2, 3 ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ein bisschen unterbrochen das Ganze. Das bringt mir ja nichts, wenn ich das dann drüber kopiere und trotzdem den Innenausbau wieder angleichen muss. Ich meine, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich muss es probieren, rein theoretisch. Ha, cool, das funktioniert auch. Dass das soweit klar ist. Also selbst wenn man die da unten mal verschwinden lassen sollte, würde das in Ordnung gehen. Dann kann man die nämlich nachkopieren. Ist ja auch mal wichtig zu wissen, ne? Aber bloß nicht darunter fallen. Ja, ich denke doch schon, dass das so passen sollte. Kann ich mir schenken? Noch nicht so. Ja, grundsätzlich gefällt mir das jetzt hier natürlich mit dem Weg so einfach nicht. Die Frage ist generell, wie hoch gehen wir? Also als grundsätzliche Mauer ist es ja schon mal nicht verkehrt. Das Ganze können wir jetzt hier drüben natürlich auch nochmal angehen. Wir haben uns ungefähr hier getroffen. Das heißt, wir müssen den dann auch hier anfangen. Hätte ich hier so den Durchgang, könnte ich dann hier so generieren. Suggerieren. Zwei.
1, 2, 3. Wir gehen mal lieber hier lang. Das funktioniert da nicht, ne? Nee. Hier muss ja noch der Stein hin. Besser ich gehe hier hin. Eins. Eine doofe Entfernung. Zwei, drei, das passt. Zwei, drei, vier. Ich würde auch gehen. Nee, komm, wir lassen ihn hier. Ich weiß nicht, so klein. Ups. Komm, wir starten einfach mal mit dem, was wir haben. Ich brauche vielleicht das hier. Um die Farben mal so ein bisschen mitzunehmen. Kann ja auch wieder weg. So. Muss ja nicht alles halten, wie es kommt. Das ist schon eng, ne? Nee, gefällt mir nicht. Vielleicht hier so ansetzen. Nehmen. Steht auf jeden Fall fest, wo der Weg hingehen soll. Dann kann man hier quasi den wieder hinsetzen. Wisst ihr, wie ich meine, ne? Weg ist auf jeden Fall klar, da kann man lang gehen. Hier würde ich dann quasi auch schon wieder abschließen wollen. Dass sie so als Weg festsetzen. Dann habe ich den Bereich. Hier sage ich mal auf fix. Ja, ich glaube, das finde ich ganz in Ordnung so. Ja, doch, 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 doch. So, und ich gucke auf die Uhr und die Zeit ist natürlich schon wieder um. Ich sag mal herzlichen Dank fürs Zusehen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, nächste Folge geht es hoffentlich ein bisschen schneller als voran. Deswegen danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.